Willkommen bei Brilliant Tools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Das Werkzeug für Stoßdämpfer mit Zug-Anschlagsfedern wird in diesem stabilen Kunststoffkoffer geliefert und den Inhalt, den schauen wir uns jetzt mal an. Das Werkzeug wird benötigt bei all jenen Fahrzeugtypen, die einen Stoßdämpfer verbaut haben, wo sich die Kolbenstange selbsttätig nach innen zieht und dadurch die Montage bzw. Demontage dadurch massiv erschwert. In der Anwendung ist das Werkzeug super, super einfach. Und zwar, ich habe einmal einen Grundkörper mit einem Gewinde, dann einmal die Aufnahmeplatte, die dann am Stoßdämpfer anliegt. Diese hat ein Gewinde hier, um eventuelles Spiel nachher zwischen der oberen Mutter an der Stoßdämpfer an der Kolbenstange und dem Stoßdämpferelement unten selbst auszugleichen. Dann ist das Antriebswerkzeug einfach hier oben drauf montiert. Darüber ziehe ich nachher, wenn hier mein Stoßdämpfer dann dazwischen ist, die Kolbenstange nach oben hoch, quasi ein Zugelement über Gewinde. Des Weiteren ist dieses Klemmbackenpaar im Satz enthalten. Dies ist, um die Kolbenstange dann zu fixieren. Entweder bevor ich es auseinanderbaue, dass ich mit montiertem Domlager noch vorher damit meine Kolbenstange fixiere, beziehungsweise wenn ich meine Kolbenstange nach oben ziehe, dann wird dies vorher erst dazwischen gesetzt. Dann ziehe ich meine Kolbenstange nach oben und dann kann ich über die Klemmbacke die Kolbenstange festsetzen, entferne das Werkzeug, kann dann Feder- und Domlager montieren und somit ist mein Problem sehr, sehr schnell und einfach gelöst. Für dickere Kolbenstangen sind dann nochmal zwei zusätzliche Schrauben dabei, um ganz einfach mir hier die Arbeitsbreite bzw. den Durchmesser zu erhöhen. Und auch um vernünftig die Klemmbacken festzuziehen, ist auch ein T-Griff-Imbus mit Kugelkopf im Satz enthalten.